Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio, Folge 5. Wir wollten uns um die Kohle kümmern und darum, dass hier überhaupt mal Eisenerz ankommt. Hat irgendjemand nicht zu Ende gebaut, wer das bloß war. So. Da fährt auch noch einer. Ja, Kupfer wird auch so langsam, ja, so meh. Bisschen viel Kohle gewesen, ne? Kümmern wir uns auch gleich einfach mal drum. So ein bisschen, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Ja, ich wollte auch eigentlich mit Schnee bauen. Egal. So ein bisschen mehr Kupfer. So ein bisschen schneller Greifarme. Obwohl eigentlich Greifarme langsam. Schnell raus. Dann haben wir, ziehen wir erstmal aus den Reserven ein bisschen mehr raus. Füllen wir hier einmal Kohle nach, aber war schon ziemlich leer. Oh, gleich ausgereicht. Und ja, ich weiß, ich kann das Holz auch verbrennen, aber ich weiß nicht, das hebe ich mir für später auf, für den Notstromgenerator. Wird dann über eine hübsche kleine Schaltung versehen und er nutzt ihn im Holz. Oh, ihr seid so langsam. Egal. So, was bauen Geschütztürme? Okay. Kupfer und Zahnräder auf ein Band könnte man machen. Überhaupt was im Inventar hat. So, ich weiß, wir wollten noch den Strom erweitern. Das sollten wir auch tun. Fast vergessen. Jetzt hier gleich noch ein bisschen Munition mit. Warum funktioniert das kein Strom? So, dann müssen wir mal erstmal den gesamten Strom hier abknipsen. Alles neu gemacht. Locker die langsam. Bei Kohle. Bei Holz eher nicht. Da brauchst du schon ja zwei schnelle. Yay, noch ein bisschen weiter gerappeln. Nee, aber die nächste Stufe machen wir nicht. Ich möchte gerne Öfen. Oder?
bisschen Feuerrate und in der Zeit stelle ich grüne mal händisch her. Und so, jetzt sollte der Strom erstmal wieder ein bisschen reichen. So, wie ihr seht, kommen die immer noch nicht so ganz hinterher. Das liegt auch daran, dass die Kiste hier sich komplett vollzieht. Pausieren wir das ein bisschen, weil wir brauchen gleich noch ein bisschen Rohstoffe für Geschütztürme. Die werde ich erstmal hier so produzieren. Aber wie gehabt, erstmal, ach ja, eine Müllkiste brauche ich ja noch. Holzkiste. '75 glaube ich brauchte ich. Ein grünes Fläschchen. Naja. Geht glaube ich immer noch nicht schneller als abbauen. Aber ich habe kein Holz mehr dadurch im Moment. Ja, macht sowas einfach Spaß. Wir brauchen Geschütztürme. Das braucht relativ viel Zeug. Vor allem links leider ist relativ viel Eisen. Kupfer ist ja kein Problem. Aber die Eisenzahnräder und die Eisenplatten. Hier zu langsam oder was? Eine können wir erstmal nochmal hier hinquetschen. So, Strom brauchen wir auch noch. Ja, das schaffen die. Finde ich gut. So, Munition ist voll. Mauern bräuchten wir noch. Für Mauern bräuchten wir noch ein paar Förderer. Die haben wir schon auf der Tasche. Ihr seid viel zu langsam. Euch auch mal Mühe. Apropos Mühe. Habe ich es endlich geschafft, dass mein Inventar voll ist? Gut.
Besser. So. Provisorstein. Schaden hoch, damit die Bäume schneller sterben. So, von unten kommt Stein. Ja, hier sind wir so dicht an der Kohle dran. Ja, lege ich mal die Linie hin. Ich habe relativ wenig Eisen im Winter. Können wir hier gleich mal unseren Stein loswerden. Und Kohle auch noch. Können wir Steine aufnehmen. Tja, und hier ist eben das Problem. Hier auch noch mit Eisen mit rauskommt. Aber das lasse ich raussortieren und schmeiße das hier in den Hauptkreis mit rein. Mit Priorität. Tja. Warum stellen wir keine grünen Schaltkreis mehr? Reicht's wieder? So, setzen wir einen schönen Filter. Wir brauchen Steine für hier unten. Ich sehe, dass ich das gerade falsch gemacht habe. Ich sehe gerade, dass ich falsch gemacht habe. Naja. Juhu, wir haben Kohle im Winter. Das Eisen kommt hier rein. Und jetzt gehen wir tatsächlich die Dinger rein aus. Hier noch die letzten Sturmäste hinsetzen und dann denke ich, was das für die Folge. Ich komme nicht durch. Wir werden uns in der nächsten Folge um die Mauerproduktion kümmern und darum, dass wir uns hier ordentlich einmauern. Also ich schätze mal, wenn ich mir das so angucke, werden wir eine Mauer hier so irgendwie lang schlängeln, hier das Eisen noch mitnehmen, dass wir dann haben wir oben unsere Ruhe und hier von der Seite hier so runter und dann mal gucken, genau sie hier dasselbe. Zur Not ziehen wir eben die Mauer einmal hier so lang fürs Erste. Wir brauchen nämlich Platz. So.
Dann bis zum nächsten Mal.